Liebe Zuschauer, seit gut einem Vierteljahr hat die Hoyerswerder Wohnungsgesellschaft einen neuen Geschäftsführer. Steffen Markgraf durfte die Eingewöhnungszeit, würde ich sagen, schon fast überwunden haben. Deswegen wollen wir uns kurz unterhalten. Wie sind Sie angekommen? Ja, in der Tat, die ersten 100 Tage sind vorbei. Und da reflektiert man natürlich für sich selber erstmal, was ist dort alles passiert. Ich kann auf spannende 3 Monate zurückschauen. Ich habe gerade in der ersten Zeit die Mitarbeiter kennengelernt, habe natürlich auch Kontakte zu Mietern gehabt, zu Bürgerbeteiligung bei uns in Hoyerswerda, aber auch zu Unternehmern beziehungsweise natürlich auch zu unserem Stadtoberhaupt, zu dem Oberbürgermeister und zu den Aufsichtsräten. Und da kann ich einfach jetzt schon mal sagen, es war eine schöne Zeit gewesen. Ich wurde wirklich richtig gut aufgenommen. Im Zuge der Diskussion um das Stadtentwicklungskonzept hat man ja immer mal so den Eindruck, als Geschäftsführer eines Wohnungsunternehmens hat man keinen leichten Posten. Wie empfinden Sie das? Also ich sehe es eher als Herausforderung, die Themen in unserer Stadt zu bewältigen. Und das ist ja auch mein Antritt gewesen hier in der Wohnungsgesellschaft, da ich gesagt habe, ich möchte ganz gern die Stadt weiterentwickeln, das Know-how unseres Unternehmens, der Wohnungsgesellschaft MBH Hoyerswerda nutzen, um unseren Beitrag für eine Entwicklung in die Stadt reinzugeben. Und da sehe ich es in der Tat so, dass wir viele Maßnahmen auf den Weg bringen müssen, um die Stadt weiter, gerade im Außenverhältnis, positiv darzustellen, um versuchen, Zuzug zu organisieren für die Stadt, aber natürlich auch die Stadtentwicklung im Sinne von Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden, aber vielleicht auch das ein oder andere Neubauvorhaben hiermit zu realisieren. Gerade in dieser Diskussion hieß es immer, bei der Wohnungsgesellschaft gibt es keine Vision, sondern da wird nur verwaltet. Jetzt klingt es in meinen Ohren so, als wenn da die große Vision schon hintersteht. Also die Vergangenheit, wie gesagt, kann ich ja nicht bemühen, weil, wie gesagt, mein Start ist ja ab 1.5. diesen Jahres. Und da habe ich ganz klar eine Vision auch mitgebracht, auch mit meinen Kollegen schon mal andiskutiert. Und das ist eben die Vision, dass die Stadt Hoyerswerda ihren Haussee bekommt. Da weiß natürlich jeder auch von den Zuschauern, dass hier um den Scheibesee geht. Und wir müssen es probieren, dass wir die Stadt quasi zu dem Scheibesee hin entwickeln, vielleicht auch mit geeigneten Baumaßnahmen das Ganze unterlegen. Und ich bin nur felsenfest der Meinung, wenn man dort vielleicht den 10-Jahres-, 15-Jahres-Horizont im Blick hat und jeder Akteur, der hier am Markt mit unterwegs ist, und dazu gehört natürlich auch die Wohnungsgesellschaft, einen Beitrag leistet, zum Beispiel in Form einer Wohnbebauung, dass wir quasi die Stadt zu dem See hin entwickeln. So, und jeder weiß auch, dass Menschen an das Wasser zieht. Das ist seit Jahrhunderten so. Dort, wo Wasser ist, sind auch Menschen. Dort fühlen sich Menschen wohl und sehen auch eine Perspektive. Und das ist meine persönliche Vision, dass wir quasi die Altstadt, Neustadt über den Scheibesee bzw. bis hin zum Scheibesee entwickeln in der Zukunft. Und da glaube ich auch, sehen das vielleicht viele Hoyerswerder so, beziehungsweise auch die Menschen, die wir aus dem Umland für Hoyerswerda gewinnen wollen, sehen darin auch eine Perspektive, nach Hoyerswerda zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? Die Wohnungsgesellschaft selbst würde auch in Richtung Scheibesee investieren, bauen? Also das ist der Plan, dass wir wirklich uns Gedanken machen, wie kriegen wir eine Wohnbebauung hin. Meines Erachtens hat ja zum Beispiel die SWH schon vorgelegt. Das heißt also, man denkt ja drüber nach, auch Versorgungsleitungen mit an den See zu legen. Man denkt drüber nach, Radwege mit zu installieren. Man denkt drüber nach, natürlich auch das Areal um den Scheibesee weiterzuentwickeln. Und das sind, glaube ich, alles Ideen, wo ich aus meiner Sicht sagen kann, dass wir hier gerne mitmachen an der Stelle. Und wie gesagt, die Stadt Richtung Scheibesee mit entwickeln. Das werden keine großen Projekte sein, das werden keine Dinge sein, die sofort im ersten, im zweiten Jahr zu stemmen sind. Aber ich bin wirklich felsenfest der Meinung, dass wir über Jahre hinweg, wenn wir das als Vision haben und auch so eine Version mit umsetzen, dass wir hier uns von der Stadt Hoyerswerda zum Scheibesee auch baulich weiterentwickeln können. Glaubt man den Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, steht die nächste Leerstandswelle sozusagen vor der Tür, um es mal salopp zu formulieren. Da bauen, da zurückbauen, statt verschieben. Wie stelle ich mir das vor? Ja, ich glaube, die Prognosen beruhen ja alle auf den Zahlen 2030, 2050. Ich bin der Meinung, was die Menschen heute jetzt interessiert, was passiert in der Stadt im nächsten Jahr, was passiert vielleicht in 2 oder in 3 Jahren. Und da muss man ja fairerweise sagen, ist es in der Tat so, dass der Bevölkerungsrückgang so dramatisch wie der in den 1990er Jahren war, dass also über 2000 Menschen jedes Jahr die Stadt verlassen haben, dass das schon ein wenig gestoppt ist. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt aus dem letzten
letzten Jahr hatten wir hier ja eine Einwohnerentwicklung, die ist stagniert. Also da ging es nicht um 1.000 oder 2.000 Menschen, die hier die Stadt verlassen haben. Mir ist aber natürlich auch bewusst, dass aufgrund des Themas Demografie natürlich wir auch ja darüber nachdenken müssen, hier Kapazitäten am Markt anzupassen. Also klar, das ein oder andere Projekt quasi zwar, ich sage jetzt mal, im Neubau mit umsetzen können, aber natürlich auch diese Entwicklung nicht aus den Augen lassen dürfen in der Zukunft. Heißt also, Abriss, muss man trotzdem drüber reden? Also ich würde nicht mehr von Abriss reden, sondern eher von Kapazitätsanpassung, weil ich glaube, selbst diese kleinen Marketinginstrumente helfen uns in der Zukunft auch Zuzug nach Hoyerswerda zu organisieren. Und da ist es eher von Vorteil, wenn man ja auch Kapazitäten sowohl nach oben als auch nach unten natürlich anpasst, beziehungsweise auch von den Begrifflichkeiten sich da so ein bisschen neu orientiert. Gut, Abriss ist sicherlich kein schönes Wort, aber es entspricht ja im Normalfall der Tatsache. Bei den Diskussionen Stadtumbau wurde ja oftmals auch angemerkt, warum man denn die Stadt von außen nach innen abreißen will. Abreißen. Warum macht man nicht flächendeckend Geschossverkleinerung? Ja, auch da hatte ich jetzt in dem letzten Vierteljahr schon die Gelegenheit, mir einfach mal die Kostenposition anzuschauen, zum Beispiel Würchhoffstraße, was hat uns das als Unternehmen gekostet, aber natürlich auch andere Projekte, wo ich einfach mal wissen wollte, was kostet denn so ein ja, sogenannter Teilabriss. Und da ist in der Tat so, wenn man jetzt Objekte vom Markt nimmt als Ganzes, dann wird das quasi mit 70 Euro den Quadratmeter Wohnfläche gefördert vom Freistaat. Die Kosten, die Abrisskosten sind auch in der Größenordnung. Das heißt also, man geht, wenn man komplette Blöcke vom Markt nimmt, kostenneutral durchs Rennen. Was passiert bei einem Teilabriss? Da ist es in der Tat so, dass hier die ja, Abrisskosten deutlich höher sind. Die liegen also bei 400 Euro. Abrisskosten den Quadratmeter, 70 Euro werden gefördert. Das heißt, unterm Strich 330 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, die vom Markt genommen wird, muss das Unternehmen, also sprich die Gesellschaft oder die Genossenschaft, die das Ganze somit platziert, aus eigener Tasche bezahlen. Und das ist eher unrealistisch für die Zukunft, dass wir hier, ich sage mal, in den Größenordnungen ja, Kapazitäten anpassen. Also sprich, ein Teilrückbau kommt sicherlich eher weniger in Betracht. Sie sprachen vorhin von Zuzug, den man forcieren möchte. Marketingtechnisch hat man ja offensichtlich auch schon aufgerüstet, eine neue Broschüre. Der Blog scheint jetzt auf der Internetseite auch relativ gut zu funktionieren. Was stellen Sie sich vor, wer soll nach Hoyerswerda ziehen? Ja, vielleicht darf ich das nochmal kurz abrunden. Das eine ist natürlich der Blog, also quasi unsere ja, Homepage, beziehungsweise dort, wo die Menschen sich äußern können auf unserer Homepage. Wir haben aber auch zusätzliche Immobilien bei uns auf der Homepage eingestellt, haben dort gerade in den letzten 2-3 Monaten die Erfahrung machen dürfen, dass wir 30% mehr Anfragen haben zu unseren Mietwohnungen. Das ist also eine richtig gute Leistung, die hier die Mitarbeiter vollbracht haben. Auf der anderen Seite stelle ich mir persönlich vor, dass wir ja, mit unseren guten Angeboten, und da fange ich jetzt mal ganz vorne an in der Stadt, zum Beispiel das Lausitz-Center oder eben das Lausitzbad, die Lausitzhalle oder eben das medizinische Versorgungszentrum, das ZCOM, dass wir das weiter in den Vordergrund stellen und salopp gesagt nicht nur den Hoyerswerdschen immer wieder kundtun, was es für tolle Sachen in der Stadt gibt, sondern ich möchte ganz gern, dass wir im Umkreis von 20, 30 Kilometern Menschen davon überzeugen, nach Hoyerswerda zu ziehen. So, und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, da können wir wirklich auch in der Zukunft oder müssen wir auch in der Zukunft noch mehr investieren, damit wir dann quasi unsere Wohnung, unsere Dienstleistung weiter ja, verkaufen, weiter nach außen stellen bzw. eben auch platzieren können, damit wir eben diesen Bevölkerungsschwund schon so ein Stückchen drosseln und ich nenne das immer Zuzug organisieren. Also wir müssen zusehen, dass Menschen nach Hoyerswerda finden. Was würden Sie sagen, so ein selbstgestecktes Ziel, sagen wir mal Zeitraum 5 Jahre, wie sieht das aus? Also in 5 Jahren stelle ich mir vor, dass wir zum Beispiel die Stadt entwickelt haben an mehreren Punkten. Zum Beispiel, dass wir die Investitionen, aber auch zum Beispiel Instandsetzungsmaßnahmen zukünftig in der gesamten Fläche von Hoyerswerda platzieren. In der gesamten Fläche heißt für mich Altstadt und Neustadt. Dass wir also diese Kluft zwischen den beiden Stadtteilen so ein Stückchen ja, auflösen. Ich stelle mir vor, dass die Stadt aus meiner Sicht den Prozess von außen nach innen weiterführen wird. Ich stelle mir weiter vor, dass wir
wie vorhin angesprochen, die Marketingaufwendung, die Werbeaufwendung ja so weit nach oben schrauben, dass wir eben Zuzug organisieren, zum Beispiel mit diesem Medium, dass wir in die Fläche rausgehen und unsere Dienstleistung ja noch weiter publizieren. Aber genauso stelle ich mir auch vor, dass wir Dinge, die bisher sehr gut gelaufen sind, wie zum Beispiel Spendensponsoring, dass wir hier den LAV mit unterstützen, den Sportclub Hoyerswerda mit unterstützen, aber auch das ZCOM-Museum mit unterstützen, dass das weitergeführt wird und dass natürlich auch ja, betriebswirtschaftlich das Unternehmen weiterhin so solide dasteht wie heute. Dann kann man nur toi 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 wünschen und ich danke für die Beantwortung der vielen Fragen. Ich danke Ihnen auch.